Warum ist jetzt hier? Nein, jetzt wirklich, die war beim Notenblatt. Oh! Du bist nicht tot! Du bist nicht tot! Mach doch was! Ich bin erschrocken. Morgen, Jungs. Und Mädels. Willkommen bei SCP Containment Breach. Es gibt ein Update. Ein kleines. 1.0.4. Und es wurden einige Fehler behoben. Position 9. Und du machst Kita, weil da gibt es eine Neuerung. Ja, Kita habe ich schon hier. Das Quicksaven ist nicht mehr möglich. Haben wir... Was war eigentlich bei Kita? Konnte man vorher auch nicht speichern, oder? Angeben. Eben, das Euclid hier ist Normal Saving und Kita ist Permanent Deaths, aber man konnte ja vorher bei Kita immer noch speichern, haben wir festgestellt. Das hat irgendwie und vielleicht jetzt geht's halt nicht mehr. Ja. Jetzt hat er den Fehler entdeckt, sozusagen. Ich weiß es nicht, was da der Unterschied war. Ob es auch in der Schwierigkeit ist oder so, da können wir mal nur Mutmaßungen anstellen. Wir legen mal los ohne Intro. Genau, ohne Intro. Und wir haben hier auch noch ein Easter Egg, steht hier, ein Small Easter Eggish SCP Edition. Was das wohl sein mag? Irgendwelche Ahnung, nee, ne? Hm? Was es sein könnte? Nee, kein Plan, Mann. Ja, lassen wir uns überraschen. Wir müssen alle SCPs genau angucken. Oder was? Was meint er mit SCP Edition? Hat zu irgendeinem SCP hat er was hinzugefügt? Ja. Ja. So stelle ich mir das vor. Die Ladezeiten sind extrem vielleicht lang. Hat irgendeins einen Hut auf oder so. Guck mal, die Ladezeit ist jetzt so lang wie bei einer AlexB-Map, oder? Ja. Oh, die Fliesen, die sind so schön. Mhm, das ist DirectX11 Tessellation, ich sag's dir. Total. Das ist die CryEngine. Nee, es ist Blitz3D. 100%ig. Also, ich mach jetzt was. Hallo! Okay, so war das nicht geplant. Nee, aber du siehst am Anfang, wie die Wache da rückwärts wegläuft. Und ich wollte jetzt mal probieren, der zu folgen. Aber das schaffe ich noch, ich sag's dir. Das ist aber hier völlig random. Der Map sieht. Oh, jetzt lacht er dich aus. Ah ja, eben hier, man kann hier jetzt auch Frame Limit deaktivieren. Ja, das haben wir jetzt gemacht und das hat auf jeden Fall sehr geholfen, stellenweise. Ja, es läuft teilweise auf 60. Also teilweise läuft es normal, wie es laufen sollte, und teilweise läuft es auch auf 60. Das ist ganz gut. 60 Ips. Ja, Ips. Die Ladezeiten sind dafür lang, aber das kann man in Kauf nehmen. Boah. Epic Sounds im Background. Okay, so. Ich probier's jetzt nochmal. Du musst schon hinschauen, ne? Da ist sogar noch einer. Shit. Hast gesehen, da war noch ein anderer mit drin. Ja. Na toll. Ah. Aber da war noch hinter mir. Also das ist der andere auch gut. Aber es läuft arschschlüssig, Mann. Da ist eine Keycard. Ja, oh nein, da brauchst du eine andere Keycard. Fuck, shit! Nein! Wir brauchen erst die andere Keycard, um an die Keycard ranzukommen. Okay. Dann gucken wir mal. Da müssen wir diesen Anfangsraum finden, gell? Genau, den. Also den alten. I think the shortest way out is to the. Genau. Blablabla. The Southeast Wing. Genau. Das hab ich gesagt. Ja, ich weiß. Das haben auch bestimmt alle Zuschauer verstanden. Oh. Na, gehen wir mal nicht runter. Aber jetzt, das haben wir jetzt schon mindestens dreimal gemacht. Ja. Eigentlich war es ja nur spannend, als es noch unbekannt war. So, aber jetzt, wo es kennen, habe ich keine Angst mehr davor eigentlich. Naja, wenn es auf dich losläuft, dann kriegt man schon halt so eine andere Art von Angst. So eine panische Angst. Also. So wie... Zombie-Massen. So, und so langsam bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich den Weg zurückfinde. Kriegen wir schon. Ich hab ja aufgepasst, ne? Ja, gut. Nicht. Gut, dass es hier weitergeht.
Ja, merkst du, wenn du nur zuguckst, dann deckst du den Weg nicht ganz so gut an, wie wenn du selber spielst, ne? Ja, halt so kurz. Dann ist man manchmal ich weiß nicht, so, ob ich von da oder von da komme. Abwesend und dann ist alles weg. So. Ja. Ram cleared. Da waren wir noch nicht, oder? Wir bräuchten diese Kack-Keycard. Da ist offen. Kommen wir von daher? Könnte sein. Hm. Schon wieder. Da gibt es auch viel Heavy-Song. Ja, immer wieder. Ich hab keine Ahnung, wie wir sind. Sind wir gerade im Kreis gelaufen? Irgendwie schon, ne? Oder sind wir umgedreht? Nein, dreh dich jetzt nochmal um und geh durch den roten Raum. Oder hat sich irgendwo umgedreht halt wieder, ne? Oh. Das ist ein ne? Ja. Oh Gott. Maus, fuck, bug. Aber ein ordentlichster. So eine lineare Bewegung hast du jetzt gesehen. Ich glaube langsam, das ist Absicht, dieser Mausbug, dass man öfter stirbt. Ja, wahrscheinlich. Um die Player nuts zu driven. Nuts zu drive. Ja. Wow. Hä, das Bild, ist das immer so gewesen? Ja. Aber das sieht viel cooler aus auf dem Bild. In echt hat das nicht so toll gemacht, finde ich. Da leuchten auch die Zähne so komisch. Ja. Das sieht so knallrot halt einfach aus. Mhm. Und das glänzt so. Also es ist nicht so dunkel, schmutzig rot wie das da jetzt. Ich weiß nicht, nachdem man das mit den Stimmen auch weiß, finde ich es jetzt gar nicht mehr so gruselig eigentlich. Das war eigentlich nur saubehindert. Also ich finde es cool. Scheiße, er kommt schon wieder da. Oh, du schaffst. Ja, ich schaff's. Ah, einfach weg. Du hast dich geportet, Junge. Allerhand, du. Ich hasse es, wenn direkt am Anfang so eine scheiß Viererkreuzung kommt. Und da kommen wir schon wieder nicht rein. Ja, aber wie ist das da ist? Dann gehe ich jetzt da weiter. Einfach so. Einfach so, darfst du das? Ich mach's einfach. Krass. Ah. Junge. Hat sich ja gelohnt. Läuft. Läuft, Junge. Ich sag jetzt bitte zurück, dass wir gleich die. Ja, was, wenn da noch was ist. Dann mach da auf und guck, aber. Nee, das ist nix. Guck. Ich schau nochmal auf die andere Seite. Nee, wenn du stirbst. Dann ist es halt so. Ach, ein Leute, ey. Was macht denn der? Wo? Direkt vor mir? Für einen kurzen Moment. Ich will auf. Ach so, wahrscheinlich wegen dem Monitor. Da kommen auch so Geräusche. Nein. Als ich hier um die Ecke bin, stand der für eine Viertelsekunde stand der da. Ich schwör's dir. Da blenden wir dann nochmal eine Zeitlupe ein. Sagst du jetzt. Wenn wir es nicht vergessen. Ich hab's doch gesehen. Soll ich noch weitergehen? Nee, eigentlich hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Okay. Aber was willst du das denn da? Das ist zu kompliziert. Was willst du denn da? Ja, vielleicht war da irgendwas Geiles. Eine Keycard, die gibt's in der Welt. Der Forest zum Beispiel. Also. Oder so. Der Raum mit den zwei SCPs. Soll ich gerade mal schauen, wo der Forest ist? Weil eigentlich... Ich google mal, oder? Die Sounds sind äußerst merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das jetzt so Sounds von Lüftungsschächten sein soll, oder ob das ein bellender Hund war. Ne? Keine Ahnung. Wie heißt denn nochmal das neue SCP? SCP 860, ne? Heißt eins, ja. Ne, das ist der Key. Müsste der Key sein. Achtung, ich gehe jetzt rein. Oh. We going in.
Keine Panik, was für Titanic? Ein Gottes. Okay. Alles clear. Was ist da los? Nix Gescheites. In-game. Hat er Flatsch gemacht. Ist in einer offenen Holzbox. In dem Büro, oder? Mit einer Level 2 Security-Tür. Also nur Level 2, komm mal nicht rein. There must find the wooden door. Achso. Ja, komm, lass uns erstmal so finden. Also 914 brauchen wir dann jetzt auf jeden Fall, ne? Als nächste Instanz. Naja, es würde jetzt schon gehen mit Level 2. Nee, aber dass wir in die Heavy Zone kommen, meine ich. Oder ist der in der Leitung? Ja, das versuchen wir gerade rauszufinden. Ich dachte, der wäre da bei diesen zwei SCPs. Hier zum Beispiel. Also in Level 2 habe ich. Da komme ich nicht rein. Da komme ich auch nicht rein. Wow, 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 wow. Einfach aufgetaucht. Einfach so. Naja, wenn wir irgendwo so eine Sicherheitstür finden, wo man eine Keycard braucht, sollten wir vielleicht reingehen. Also Level 2 langt auf jeden Fall nicht für die zwei Türen. Vielleicht einen Gang, wo nur eine Tür hat. Oder? Gibt's sowas? Ja, zum Beispiel der mit dem roten Blatt hat auch nur eine Tür. Ja gut, aber der Raum, der ist ja eben nur für das Notenblatt. Vielleicht steht es an der Tür. Weiß ja nicht. Ich geh rein. Ich sag dir, der stand vorhin da drin. Ich brauche einen 14 oder es gäbe noch diesen Tunnel mit dem Krokodil. Ja, das ist der mit dem Ding wieder. Der Infinite Hallway. Ja, aber den machen wir jetzt nicht wieder, oder? Wenn nicht 60 Mal. Aber eine Keycard habe ich jetzt wieder gefunden. Und ich habe keinen Platz mehr. Schmeiß mir das da, schmeiß mir das da. Nee, da hat doch noch einer geschrieben, dass wenn man... Ah ja. Dass wenn man ein paar Mal da durchgeht, und dass wir das sogar in unserem Inventar hatten und uns halt nicht gesehen haben. So ein Zettel, wo eben Black and White oder sowas draufsteht, oder was? Was war das? Ja. Oh, da liegt einer. Da liegt ein Zettel in der Tür. Ja, das ist der, den ich vorhin geschnappt habe. Ach so. Da liegt er einfach. Ja. Da liegt einfach in der Tür. Und der, den ich aufgesammelt habe. Jetzt einfach noch so 10 Mal oder so durch und dann passt das. Also ich finde da irgendwie nichts. Würde ich auch trotzdem gerne wissen, wo das Scheißding ist. Und da jetzt nichts passiert, dann kann ich auch nichts machen. Ja, ich habe nichts gefunden. Also nach 10 Mal haben wir beim letzten Video herausgefunden, ist der Körper aufgetaucht. Und dann so ungefähr bei 40 rum ist es ein bisschen eskaliert. Aber bis 60 ist dann auch nichts weiter nennenswertes passiert. Escalated quickly. Gucken wir jetzt, ob eine Leiche da leicht. Steht aber nichts Neues. Nee. Kappe ist am Boden. Ja, hab ich runtergeschmissen. Runtergeschmeißt. Okay. Für einen kurzen Moment. War ich verstört, ja. Nee, komm, lass jetzt mal den Key. Den Key suchen. Okay. Wow! Ist es das? You gotta be kidding me with this. When I asked you for a level 2 version of this, you could have just said no. What the hell, Dr. C? Ist das das Easter Egg?
SCP-093. Stand es vorher schon da? Ne, das war 939. Ja, soll es dieser komische Black and White Zettel sein? Also steht nicht Black and White, da ist ja einfach viel ja, blacked das ist, out. Das ist lustig. Das ist vielleicht das Easter Egg. War das jetzt paranormal? Nö. Das war Easter Eggisch. Ein Changelog steht. Oh, passt da bitte auf. Okay. Dass der Kollege da drin war. Aber jetzt denn nicht, wenn du die Räume wechselst, dann ändert sich die Helligkeit irgendwie gleich. Ne? Ja. So. Ich will den Schlüssel. Level 3. Warte, von wo kommen jetzt Ursprungs? Da von da glaube ich. Jetzt da lang. Du? Was war das? Auch gehört. Geschmatzt. Ist er noch da oben? Was ist denn da hingekommen? Ja, das ist doch der Raum. Geht es da im Kreis? Vielleicht ist die KI von dem 049 noch zu schlecht, dass er irgendwie frei rumlaufen kann, deswegen hat er ihn nur auf dieser Brücke rumlaufen müssen. Ja, vielleicht portet er sich auch randommäßig irgendwo hin einfach. Oder er fällt runter wie SCP-173. Das wäre so mies. Du hast doch jetzt die Level 2 Card. Ja. Ich muss aber immer noch einen vor den finden. Haben wir den nicht wieder vor dem anderen Raum gefunden? Ne, haben wir noch nicht gefunden. Das war in einem Durchgang davor. Was ist der denn? Voll unnötig. Ich find's lustig. Wo könnte das denn noch sein? Ja, durch den Tunnel bin ich bis jetzt noch nicht durchgegangen. Ne? Ja. Dann gehe ich jetzt. Since when? Ach, der ist auch in einer anderen Zone, ne? Fuck. Schade. Bei dem ist halt eine 4-Karte, glaube ich, drin. Kommst du da drin? Ach, das ist der andere Ding, oder was? Das andere Ende. Von. Na gut. 939. Dann machen wir das mal. Ja, da gibt es die Hand, dann kommen die gleich in einen vor den schmeißen. Soll ja. Denn die Hand ist in bei dem Notenblatt. Nein, da ist halt die Hand. Die Hand war beim Notenblatt, ganz sicher. Ach ja? Ja. Der ist da. Ja. Warum ist jetzt hier? Nein, jetzt wirklich, die war beim Notenblatt. Oh! Du bist nicht tot! Du bist nicht tot! Mach doch was! Ich bin erschrocken! Mach doch was, Mann! Enjoy yourself. Da ist der andere Fall in dem Gang, wo du gerade. Ne? Nee. Ja, läuft der nicht außen rum vorbei oder so? Ja, geh doch jetzt mit. Ne, da steht er noch. Guckst du nach da? Ja, der ist da jetzt gerade nach links gelaufen. Hast du nichts mehr gemacht, Mann? Weil ich erschrocken bin. Ja, aber die Frage ist jetzt, läuft der außen rum oder kommt er auf dem Weg zurück? Na, schau noch hin. Da ist nichts. Ach, das sieht man voll scheiße. Da hinten ist so dunkel. Da kannst du ja reingehen. Achtung, Achtung. Ich renne einfach weg. War das zu richtig auf Zug, oder? Ja, die Hand war haben. Aber doch letztes Mal. Nein. Bei dem Notenblatt. Nein, nein. Nein. Ich schau mir die erste Folge Mach von dem das. Update an. Ich sag's dir. Dann spam ich das Video mit Kommentaren dazu. Was? Ach, jetzt fahren wir. Okay. Alles klar. Na gut, hier waren wir ja schon mal. Ich bin ganz sicher, dass es da war. Wie kommt. Wir haben es nur einmal gefunden, die Hand, oder? Ja. War die nicht da?
Die war noch da. Das wundert mich halt jetzt, dass du es vorher gesagt hast, dann lag die halt echt da. Ja. Aber die lag bei dem Notenblatt, wo ich die gefunden habe. Das gibt aber keinen Sinn. Wieso? Die war am Notenblatt. Keine Ahnung, gibt alles keinen Sinn. Guck's dir nochmal an. Ja, ich guck's mir gerade nochmal an. Direkt nach dieser Aufnahme sogar. Okay. Keine Ahnung, wo wir noch gucken könnten. Aber 914 muss ja irgendwo sein. Muss. Lass dich laufen. Glaub's auch. Ist alles offen? Ja, da geht's halt in die nächste Zone. Dann musst du wohl hier lang gehen. Ja, soll ich mal jede Tür offen lassen, wo wir jetzt waren? Ja. Ja. Okay, da war ich gerade eben. Da lang. Also in dem Moment, wo wir es grinden hören, ist es schon vorbei. Das war auch mal lustig, weil wir spielen immer voll auf sicher so, ne? Da waren wir schon. Ach, schon. Oh Gott. Raum. Du bist okay. Am Anfang dann gleich rechts, oder? Ja, und das bin ich bis zum Ende, glaube ich, gelaufen, oder? Da war dann nichts mehr. Du musst jetzt links. Aber be careful. Jetzt. Mann, der springt immer runter. Hm? Der springt nicht mehr von oben runter. Wie das eine Mal. Oh, aus dem Lüftungsschachtkart. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Woran hast du es erkannt? Da dann zum Beispiel. Und weil die Türen dann noch alle zu sind. Ja, vorhin hast du sie immer zugemacht. Ja, das ist auch eigentlich voll die gute Taktik, oder die ganzen Türen offen zu lassen, dann siehst du dann, wo du schon warst. Ja, die so. Würde ich jetzt vielleicht zumachen. Nee. Ah, du die Hand mal rein, Junge. Ja, mach ich ja. Soll ich mal einen Quicksave machen? Ja. Oh, okay. Das ist Kita gemacht. Geht ja nicht! Nein! Hört er nicht. Dann Spiel discrashed jetzt nicht mehr, steht hier. Wenn man die Hand da rein tut, steht im Change. Ja, das ist alles langweilig. Ja. Also, warte mal. Aber. Was? Was machen wir? 1 zu 1? Fine? Oder was machen wir? Oder mach erstmal die Sache mit Verifyen, wo du brauchst. Die Items, die droppen voll schön, dass wir das ausprobieren. Oh, schade. Very fine. Very fine. Schade. Eine kleine Animation. Sehr schön. Ich freue mich irgendwie. So fein klappt das immer, ich weiß ja nicht. Und hast du jetzt die Hand rein? Ich glaube, das ist alles rein. Achso, die Hand nicht, ne? Ja, soll ich die Hand jetzt auf very fine machen? Ne, ich hätte es erstmal fein gemacht. Was dann Feines rauskommt, Badumts. Was ist da? Oh, das hat wirklich funktioniert, die zurück zu verwandeln. Ja. Und die andere war 1 Millimeter zu weit an der Kante gelegen. Vielleicht war es ja noch drin. Und das ist doch voll der Aggressor ist das. Schon so komisch aus. Frustraum auch genannt. Voll geblurrt. Bing. Ja. Omni? Nein. Doch eine. Dann kannst du jetzt die Hand auf einen machen. Fine. No organic matter. Oh shit. An der Stelle. Shit.
was geändert. Guck mal, was da steht. Hm. Soll ich nochmal verifyen machen? Ja. Hoffentlich läuft sie da nicht oder so. Auf oder verletzt uns oder so. Ja. Überleg dir schon mal, wie du dann fließt, ne? Guckst du bitte? Guckst du bitte? Da ist auf jeden Fall was dazugekommen, steht im Changelog. Da mach jetzt mal 1-1. Ja, nicht, dass ich jetzt schon kaputt gemacht habe oder so. Wir müssen uns langsam vortasten zu den Vergröberungsdingern. Ja, aber die machen es doch nur kaputt, oder? Ja, vielleicht kommen da nur noch Finger raus. Meat Fries kommen dann raus. Das war jetzt 1-1. Nothing happened. So wie wenn Carpador Platscher einsetzt. Also, of course. Wenn jetzt nichts passiert, ne? Dann heißt es, dass beim nächsten was passieren muss, laut Changelog. Ja, oder wir haben es halt schon kaputt gemacht, die Hand. Ja. Da war mal eine Hand. Toll! And there's a new item that can be obtained by doing so. Darf ich dann gleich rough machen? Ja. Also das nächste Mal rough probieren. Oh, Leute. Also wir haben Omnicard, wir haben Gasmask, wir haben Navi. Was voll lustig wäre, wenn du auf fein machst und dann kommt so ein sechster Finger an der Hand dran. Das finde ich übelst lustig. Vielleicht war ja, haben wir es vielleicht nicht gesehen. Nee, die sah normal aus, die Hand. Das würde ja da stehen, Six-Fingered Hand oder so. Stimmt. So, ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Sohn Zugang finden. Ich hab grad einen Hänger gehabt, ey. Ein Bluescreen. Oh, deswegen bist du vorhin gestorben. Since when? Das war vorhin auch der Raum, wo du gestorben bist. SCP 049 ist das einzige, was das Fahrspiel fällt. Huhu, da bin ich. Das wäre richtig böse. So, warst du noch aus dem Stegreif heraus, wo es in die Zone ging? Dreh dich nicht immer einfach rum, wenn du die Tür zumachst. Denn vorhin in dem Raum steht noch was. Nein, ich weiß nicht, wo es dahin geht. Ah, das sind noch die, sind es die zwei SCPs, ja. Die können wir jetzt machen. Put the ring on. Das ist die Kamera. Ah ja. Ne, wo kann man die angucken? Vielleicht gibt es da irgendwo einen Monitor, der sich beträgt. Weiß nicht. Ah! Yeah! Da ist der Key. Wir haben ihn nach fast einer halben Stunde. Schlüssel gefunden. Also so wie ich das jetzt gerade gelesen habe, müssen wir noch eine Tür dazu finden, anscheinend. Ich dachte, man kann an jeder Tür einsetzen, aber. Oh, du kannst mal probieren, ob man den da hier einsetzen kann. An irgendeiner Tür. Machst du mal zu? Ja, soll ich es euch einfach machen? Ja, mach mal an der zum Beispiel. Mach die mal zu. Und jetzt kann ich den Schlüssel auch an. Okay, bis meine Wundentür. Warte mal, nee. Warte mal, ich schalte dran. Oder war da noch ein Zettel in dem Raum? Nee, ne? Als Anleitung oder so? Schaut. Sieht nicht so aus. Wäre echt plötzlich eine Anleitung zu dem Scheißding. Was? Das muss eine Wudentür sein. Wahrscheinlich so wie ich es gelesen habe, ja. Ich weiß ja nicht, oder. Kommt die nur, wenn man den Schlüssel hat? Vielleicht da, wo man eine Keycard einsetzen kann. Nee, das muss scheinbar eine spezielle Tür sein. Ja, wo können wir jetzt noch hingehen? Soweit ich das weiß, also den Artikel mal auf der
Foundation-Seite gelesen habe, hieß es, glaube ich, dass jede Tür dann einen in diesen Wald bringt. Oh nee. Oh nee. Na, sehr gut. Der Kollege. Der Kollege aus der Unterwelt. Ah ja, da können wir rein. Ach, nein. Oh. Mach es ihm ein bisschen schwerer, ne? Du machst es ihm leichter, weil wir ihn jetzt länger brauchen. Gefährlich, aber andererseits auch besser, um zu entkommen vielleicht. We're getting tag teamed. Oh Gott. SCP-96? Ja. Das ist ja nicht sehr gut. Ist das cool? Ich glaube, der andere folgt uns nicht mehr. Nee, ist bloß die andere Seite. Achso, aber du wartest auf... Ja, aber die Musik ist weggegangen. Ich glaube, der folgt uns nicht mehr. Willst du ihn mal ankommen? Ich versuch's eben die ganze Zeit schon zu vermeiden. Dass wir nicht doch aus Versehen irgendwie ist noch blurry. Von hinten und so. Der steht auf jeden Fall da draußen. Wobei, was habe ich hier eigentlich Angst? Ich würde mich ja freuen, wenn du anschaust. Würde ich feiern. Echt? Ach, ist doch voll lustig. Oh, ob das jetzt ein Fehler war vielleicht? Als ich erst den von innen gesehen habe. Warte mal kurz. Nee, ist der Generator. Ich glaube auch. War nur ein Generator. Okay. Wo ist die Wooden Door? Oh, da geht's schon in die nächste Zone. Ah, wo ist die Wooden Door? Die soll ich noch ein bisschen erkunden hier. Ja, mach mal. Nicht, dass die Wooden Door hier ist. What the fuck? Kommt es jetzt zu uns rüber? Wenn ja, was ist das? Really? Was klickst du auch an diesen Scanner? Aber was war das, Junge? Ihr habt doch auch gesehen, oder? Ja, ich hab's gesehen. Ja komm, das ist jetzt eh eine gute Zeit zum Aufhören, aber... Was war das? War das dieses Easter Egg? Ah ja, für die Leute, die es gerade nicht sehen, wir haben Memory Access Violation. Also. Ja, Fraps nimmt es da glaube ich nicht mehr auf. Nee. Ah, was war das? War das ein Teddy oder irgendwie sowas? Irgend so eine kleine Gestalt? Ja. Ich weiß noch, ob wir das im Video noch gut erkennen. Vielleicht zoome ich da noch so ein bisschen mit rein. Machen, ja. Eben. Und sehen wir auch, was es war. Pixelated. War das durch die Hand? Dass wir die da reingejagt haben, irgendwas? Oh. Aber die Hand, die war ja verschwunden, da ist ja nur noch der Blutfleck übrig geblieben. Du zoomst im Video hin und dann könnt ihr schreiben, was es war. Oder wir finden es selber raus. Vielleicht war das ja etwas Easter Eggisches. Ja. Oder noch ein SCP? Noch eins? Nee, es sind nur die vier. Wir haben zwar noch nicht alle gesehen, aber ich weiß, wie alle ausschauen. Könnte das Easter Egg gewesen sein, eigentlich. Ja. Oder die Hand halt. Aber ich verstehe es nicht. Aber nee, das war nicht die Hand, weil steht, there's a new item. Ja. Das war kein Item, das war ein... Schreibt in die Kommentare, like das Video, wenn es euch gefallen hat, subscribed für noch mehr SCP-Scheiß und so. Ja.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Good stuff. Bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.